Aber wenn das jetzt eine gute Tat ist, dann bekommst du sie geschrieben. Wenn du sagst, La ilaha illallah, bekommst du Lohn? Du bekommst Lohn. Hast du es gesagt? Aber wenn du ein schlechtes, schmutziges Wort sagst, und an dieser Stelle, liebe Geschwister, möchte ich meine Geschwister etwas ermahnen. Und ich muss ehrlich sein. Und das ist eine Nasiha von eurem großen Bruder, nimmt sie an. Ich könnte euch auch schlagen, aber ich mache das nicht. Möge Allah unsere Herzen zusammenführen. Ich kenne keinen, der so versaute, schmutzige, übelste Wörter spricht wie unsere Leute. Seid ihr mit mir? Ein Deutscher sagt maximal, du Esel. Maximal. Aber bei uns, ja Latif. Ja Latif. Seid ihr mit mir, ja oder nein? Wer ist in der Schule von euch? Na, wer redet die meisten schlichten Worte? Unsere Leute, richtig? Heißt nicht, dass ich euch dazu bringen will, die AfD zu wählen. Alhamdulillah. Hat jemand die AfD gewählt? Wisst ihr, dass manche, die nennen sich Muslime, und er meint es ernst. Er sagt, er wird die AfD wählen. Ich meine das im Ernst. Deswegen, was sagt der Türke? Kafa yok. Kein Kopf. Er wählt denjenigen aus, der ihn morgen rausschmeißt. Was denkt ihr, wie lange wird er hier bleiben, wenn er die AfD wählt? Auf jeden Fall, du sprichst ein Wort aus, es wird niedergeschrieben. Aber schaut mal, jetzt zum Beispiel sagst du ein schlechtes Wort. Was sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam? Der Engel, der die schlechten Taten schreibt, er erhebt seine Hand. Das heißt, er schreibt nicht 6 Stunden lang, nachdem du das schlechte Wort gesagt hast. Er schreibt nicht. Er, dieser Engel, schreibt 6 Stunden nicht deine Tat. Warum? Weil er wartet darauf, dass du Tauba machst, dass du bereust. Und wenn du bereust und Allah um Vergebung bittest, dann schreibt er die Tat erst gar nicht auf. Und wenn du Faulenzer das nicht mal machst, das heißt, nach 6 Stunden hast du immer noch nicht bereut, dann schreibt er dir das als eine schlechte Tat auf.